Hallo Leute, Takeo hier. Das Halloween-Event 2021 hat noch einen geheimen Erfolg ins Spiel gebracht, der mit einem kleinen neuen Jumping-Puzzle im Labyrinth des verrückten Königs einhergeht und uns mit 3 Erfolgspunkten und 3 personalisierten Süßes- oder Saures-Taschen belohnt. Wie ihr diesen Erfolg namens der geächtete Prinz bekommen könnt, zeige ich euch einmal in diesem Video. Vielen Dank auch an Anna-Katharina Muckelmann für den Hinweis dazu. Begebt euch als erstes durch eine verwunschene Tür in den Startgebieten, wie zum Beispiel hier im Königental in der Nähe der Wegmarke Shaymore in das Labyrinth, da ihr dadurch dann auf der nordwestlichen Plattform im Labyrinth landet. Hier könnt ihr dann am nördlichen Rand eine neue kleine Plattform erkennen, die immer hoch und runter fährt. Fahrt mit dieser herunter und springt dann auf die Treppe, die ihr sehen könnt, und lauft weiter. Am Ende angekommen werdet ihr weitere schwebende Plattformen sehen, auf die ihr springen könnt. Manchmal müsst ihr hier auf den Plattformen auch etwas warten, da sich die Plattformen alle nicht im selben Rhythmus bewegen, das heißt, wartet einfach auf eine Gelegenheit, um sicher auf die nächste Plattform zu kommen. Wenn ihr Glück habt, dann werdet ihr beim Warten immerhin durch die Dialoge von Pallava Joko und dem verrückten König unterhalten. Oh ja, ich kann das Aroma des brennenden, verrottenden Fleisches schon förmlich riechen. Nein, da riecht ihr wohl eher eure 6. Frau. Ilian war ein wunderbares Geschöpf. Springt dann am Ende mit einem diagonalen Sprung auf die Eisenkette, folgt dieser dann bis zum Schluss und macht einen kleinen Satz, um auf die Knochenplattform zu kommen. Hier werdet ihr dann auf einen bedrückten Prinz Thorn treffen, mit dem ihr dann ein kleines Gespräch führen könnt, um am Ende dann den geheimen Erfolg zu bekommen. Damit wäre auch das erledigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß noch mit dem Halloween-Festival und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute, macht's gut. Ciao.